heute Abend auch bestehen werden. Bezrat Hashem. Wieder vielen Dank an Anna, die uns hier begleitet und mithilft bei alle schönen Sachen, die auf dem Board sind. Und wir stellen uns einfach die Frage, Shavuot und Tshuva muss bestimmt irgendwelche Verbindung sein. Wir sind doch Juden und es muss was Schönes da sein. Und davor muss man ein bisschen recherchieren, ein bisschen nachschauen. Und es gibt auf jeden Fall eine große Verbindung zwischen die Tshuva und die Torah. Naja, viele werden einfach sagen, doch, es ist eine banale Frage, doch Tshuva, Torah, das ist doch das Gleiche. Ich kann kein Tshuva machen, wenn ich nicht die Torah halte. Was bedeutet mein Tshuva, wenn ich nicht die Torah lerne? Und so weiter und so fort. Aber wir werden heute sehen, dass es gibt noch weitere Ebenen, wo man die Verbindung zwischen Torah und Tshuva finden kann und auch was ganz Interessantes davon lernen sollte für die Tshuva-Wege, aber genauso auch für das Torah-Lernen. Okay. Ja, also. Dann wir sind beim 5. Buch Moses, 30. Kapitel. Ich habe keine große Erfahrung in dieses Programm, so dass ich weiß nicht, ob man kann auch hier Lieder spielen lassen. Aber ja, sagt die Anna. Ich konnte eventuell gleich was vielleicht wo sie suchen. Gerade zu diesem Text gibt es ein wunderbares Lied, Ki Hamitzvah Hazot, sagt uns die Torah, und es singt Abraham Fried. Möchten Sie das hören? Eine Sekunde, ich schaue, wie ich es gleich mache. Wenn Sie bereit sind, dann muss ich nur kurz schauen, wie ich das teile hier. Oder soll ich einfach meinen Desktop teilen? Was ist am besten, Anna? Was meinen Sie? Sie können oben gehen auf Datei. Okay. Und dann können Sie... Wissen Sie was? Ich schicke Ihnen einfach den Link. Okay. Und Sie machen das für uns. Ist das okay, Anna? Sind Sie einverstanden? Ja, okay, super, super, super. Ich hoffe, es wird auch die richtige sein. Inzwischen wies Anna das für uns organisiert. Hören wir einfach die Worte von die Tora. Die Tora sagt uns folgendes beim dem 5. Buch Moses, 30. Kapitel. Sie kennen eigentlich diese Kapitel schon, weil hier in diesem Kapitel haben wir schon ein paar Mal gesehen, dass die Tora die Mitzvah von Tshuva uns erklärt. Und hier sagt uns die Torah folgendes. Ki Mitzvah zot asher anochi, wir sind hier oben. Ki Mitzvah zot asher anochi mitzavecha hayom, lo nifleti mimcha velo rechoka hi. Diese Mitzvah, das ich dir heute befehle, ist nicht weit von dir und ist nicht etwas, das du nicht erreichen kannst. Die Tora geht sehr romantisch, muss man sagen, also mit diesem Text weiter und sagt, Lo b'shamayim hi, die Mitzvah ist nicht im Himmel, lemor, um uns zu sagen, Mia lelanu ha'shamayma v'ikachea lanu, wer wird an Himmel gehen und die Mitzvah für uns nehmen, v'yashmienu ota v'na'asena, und er soll uns das, wir sollen das auch zuhören können, und dann folgen wir diese Mitzvah. Und dann sagt die Tora auch weiter, Velo me'eder layami, und es ist auch nicht über dem Meer, ist also so irgendwo in einem anderen Kontinent weit von uns, Lemor mia vor lanu el eder layami kachalanu, um zu sagen, wer wird dahin gehen, um die Mitzvah vor uns zu holen, wer schmenot avena asena, sondern sagt die Tora, eine klare Linie, schreibt uns die Tora, Kikarov elecha hadavar meod.
Es ist sehr nah an dich. Du kannst das mit deinem Herzen und mit deinem Mund auch erfüllen. Ich weiß nicht, ob wir die Melodie schon hören können. Gleich, okay. Mit die Ruhe, wir haben Zeit und falls nicht jetzt, sondern später, dann machen wir es genauso. Also, dieser Text kommt an uns und sagt uns, es gibt und stellt uns Folgendes vor. Es gibt eine ganz bestimmte Mitzwa, die der Mensch sollte erfüllen. Aber Sie wissen doch, wir sind alle, nicht alle, Entschuldigung, Sie nicht, aber ich, Sie sind, manche von uns sind nicht ganz fleißig. Ah, super. Was? Ja, okay. Danke. Danke, Anna. Möchten Sie noch weiter erzählen oder sollen wir die Minuten? Nein, gerne hören. Oh, okay. Danke. Sie können das in den Text folgen.
Danke. So, vielen Dank an Anna. Mit alle technischen Möglichkeiten, dass wir ihn heute haben. Man hört mich wieder. Okay, danke. Ich hoffe, ich brauche jetzt nicht zu singen. Und ich hoffe, Sie haben es einigermaßen genießen. Aber das ist einfach dieser schöne Text aus die Tora. Ein wunderbares Lied eigentlich, wo man am Anfang ist etwas romantisch auch in die Musik hört, dass man stellt sich die Frage, wo ist diese Mitzwa? Sie ist sehr weit von uns und so weit. Aber am Ende mit großer Freude, Kikaro Velecha Davar Meod, Befichau Bilovcha La'asoto, der Mensch weiß und sagt und bekommt ein klares Bescheid, die Mitzwa ist nah an uns, sie ist hier einfach sofort zu erfüllen. Und jetzt ist die Frage, welche Mitzwa und welche Mitzwa es gibt. Es gibt so viele Mitzwot in die Tora, 613 Geh- und Verbote. Um was es hier genau geht, dass die Tora uns sagt, diese Mitzwa ist nicht weit von dir. Der Ramban Nachmanides sagt uns hier Folgendes. So, gehen wir weiter. Sagt uns Ramban hier in diesem Text hier, Vetam, ki ha-mitzvah al kol ha-Torah kula. Sagt Ramban, eigentlich es geht um die ganze Torah. Also es ist ganz normal für uns allen zu verstehen, wir sollen das auch von Gott hören, von Moschee, ganz am Ende von die Torah, wir sollen das hören, dass die Mitzvot, die 613 Gebote, wenn es geht um Beschneidung, wenn es geht um das Zurückbringen von etwas, das jemand verloren hat, wenn es geht um Zurückzahlen von Schulden, wenn es geht um keinen Zinsen zu nehmen, wenn es geht um alle Mitzvot, die in die Tora gibt, der Mensch soll sich nicht beklagen, dass es ist etwas schwierig, sondern der Mensch sollte sich sagen, es ist alles erreichbar. Gott hat uns nicht was Außergewöhnliches befohlen, sondern alle Mitzvot sind für uns klar gestellt und eigentlich für uns gegeben. Aber sagt Ramban, dann sollte aber die Tora was anderes sagen. Die sollte nicht ki ha-mitzva azot. Die sollte es nicht spezifisch machen, sondern dann sollte die Tora sagen, kol ha-mitzva, die ganze Mitzvot. Sagt Ramban, aus diesem Grund, aval ha-mitzva azot ala tshuva nizkeret ki va-shevot ha-elevavecha v'shavta ad Hashem Elokecha Mitzvah sheyitzaveh otanu la'asot ken. Sagt Ramban, es geht um welche Mitzwa? Es geht jetzt um die Tshuva. Es geht um die Rückkehr zum Gott. Ganz interessant ist auf jeden Fall zu sehen, dass Ramban, der Nachmanides, macht uns hier ein kleines Schwierigkeit eigentlich. Also wir dachten, die Mitzwa so, der Zusammenhang ist gerade mit, wir dachten, dass diese Mitzwa geht um die ganze Tora. Sagt Ramban, nein, es geht nur um die Tshuva. Das heißt, jetzt ein bisschen schwierig dann zu interpretieren, heißt das dann, die anderen Mitzvot sind doch schwierig zu erreichen? Oder heißt das, dass nur bei dieser Mitzvah wir dachten, dass es ist schwierig und die Tora kam hier und beruhigt uns ein bisschen und sagt, ja, mach dich doch keine Sorge, es ist nicht so schwierig? Eine Frage, vielleicht schaffen wir das noch zu beantworten. Ich möchte mit Ihnen gerne ein Teil von einem wunderbaren Text von der Kommentar, der heißt Kli Yakar, lernen. Der Kli Yakar, Rav Ephraim Yom Tov, wohnte in Prag und hat einen Kommentar zu die Tora geschrieben, der heißt Kli Yakar. Außerdem hat er noch weitere Bücher wie Olelot Ephraim und andere Bücher, also ein ganz wichtiger Rabbiner. Und der Kli Yakar nimmt beides. Ist doch immer eine gute diplomatische Lösung. Und der Tiakar sagt zu uns, warte. Kia mitzvah zot, sagt dem Tiakar, inne makom iti, wenn Sie hier sehen, inne makom iti lefaresh parasha zu bishnei drachim. Man kann das sowohl als auch erklären. En hal stam mitzvot ha-Torah, en hal ha-Tshuva. Man kann die gleiche Versen hier nehmen und sagen, das geht wirklich um das, die Mitzvah
von die Tshuva, oder man kann es auch sagen, es geht um die gesamte Tora. Und jetzt erzählt das die Klieta. Welche Schwierigkeiten konnte man haben? Also darauf muss eigentlich der Klieta gehen, um zu erklären, warum sollte der Mensch denken, dass das ist so schwierig. Sagt der Klieta folgendes. Der Rishon al kol mitzvot Tora. Die erste Möglichkeit zu erklären, dass es geht über die gesamte Mitzvot Tora. Shiesh bechol mitzvah shtebchinot. Jede Mitzvah hat zwei Seiten. Ha'achat, die eine, hier asya atzma, das Tun. La'asot ha'mitzvah bevor, die Mitzvah wirklich zu unternehmen und zu tun. Ashniya, die andere Seite bei der Mitzvah, hikavanat ha'mitzvah, dem Absicht, das der Mensch hat, wenn er die Mitzvah erfüllt. Lehavin, zu verstehen, hule'askil, und das gut zu lernen, besodot ha'Torah, in dem Geheimnis von die Torah, asher he'elim Hashem min ha'umot, die Gott versteckt hat von die Völkern. Sagt uns Klieta folgendes. Der Mensch kann ein bisschen faul sein. Und der Mensch, wenn Sie möchten, wir könnten das weiter folgen. Also erstens hat die Klieta uns erzählt, jede Mitzvah hat zwei Seiten, wo es ein bisschen schwierig sein kann, wo es ein bisschen problematisch sein kann. Das eine ist auf jeden Fall das Tun, ne? Also wir wissen alle, wie schwierig es wirklich ist, was zu tun. Und das zweite, sagt der Kliaka, ist die Verständnis. Aber was kann mit dem Verständnis problematisch sein? Sagt Kliaka folgendes. Wenn du daran denken wirst oder dazu kommen wirst zu sagen, wie soll ich diese Mitzwa erfüllen, wenn ich diese Mitzwa nicht verstehe? Und er gibt ein Beispiel. Kechamor noses farim, wie ein Esel, die trägt Bücher. Der Esel trägt auch Bücher. Auch die Yeshiva trägt Bücher. Aber die Frage ist, wer versteht und wer versteht nicht. Der Esel versteht nicht und die Yeshiva Bucher oder der religiöse Person oder der Person, der beschäftigt sich mit dem Mitzvot, sollte mindestens was da verstehen. Sagt der Kliakar, al-Zermar, darüber hat gesagt, Ein Hadavarken ela loniflet mimha. Das ist nicht fremd für dich und du sollst dich einfach damit beschäftigen. Und du wirst das schaffen, auch zu verstehen. Die Völker, sagt die Kliata, die können das nicht alles verstehen. Die haben bestimmte, er zitiert hier unterschiedliche Verbe, die Völker können vielleicht nicht alle Mitzvot wirklich verstehen und erklären. Wir kennen doch die Midrashim und sagen, dass, wenn die Völker werden sich mal beim Gott beklagt, warum hat er denen nicht die Tora gegeben, dann wird denen Gott ein leichte Mitzwa geben, zum Beispiel wie die Mitzwa von Sukkot. Und dann werden die alle in die Sukkah gehen und es wird regnen. Und was sagt mit dem Midrash? Die Völker gehen sofort raus aus die Sukkah und sagen, wofür haben wir jetzt die Sukkah gebaut? Und das jüdische Volk, der ist in die Sukkah, der ist beim ersten Abend von Sukkot, sogar auch wenn es regnet ein bisschen, dann man isst immer noch was in die Sukkah, man bringt was in die Sukkah. Also man erfüllt die Mitzvah mit Liebe. In dem Verständnis, dass sozusagen wir sind dazu gebildet, wir haben ein bestimmtes Begab von Gott bekommen, dass wir die Mitzvot erfüllen können, auch wenn wir nicht alles verstehen. Oder dass wir das auch verstehen können, dass wir wirklich uns ein bisschen Mühe geben und wir verstehen, warum die eine Mitzvah oder die andere Mitzvah ist da. Sagt der Karl, eigentlich, der Mensch macht sich Sorge, ich verstehe nicht die Mitzvot, sagt die Torah, nein, du verstehst, du kannst das auf jeden Fall verstehen. Alas, ja, aber vor allem, und dann sagt der Karl, ganz schnell machen wir das, und über das technische Ding, das zu erfüllen, aber das ist nicht weit, nicht nur aber von dir, sondern von allen Völkern. Auch die anderen Völker könnten das eigentlich bestellen. Die machen es nicht, weil die keine Pflicht haben. Aber normalerweise, sagt die Kliaka, da sollte kein Problem sein. So, der Kliaka sagt uns kurz und schön, diese Verse gehören eigentlich zu die gesamte Torah, zu die gesamte Mitzvot. Es ist nicht schwierig. Es ist nicht schwierig zu erfüllen, aber es ist auch nicht schwierig zu verstehen. Wenn man lernt, man weiß. Wenn man lernt nicht, kann man auch nicht wissen. Und dann sagt die Kliaka, aber,
Aber wir haben auch gesagt beim Ramban, dass es geht doch vielleicht nur um die Mitzwa von Tshuva. Und dann frage ich mich oder stelle ich mich die Frage, was ist aber dann doch so schwierig mit die Tshuva? Also bei die Tshuva, ich kann verstehen, ich kann auf jeden Fall verstehen, dass wenn ich eine Sünde begegnen habe, ich brauche die Tshuva, ich brauche an Gott zurückzukehren, ich brauche mich Mühe zu geben. Was ist dann so schwierig bei die Tshuva, dass Gott soll uns jetzt beruhigen und sagen, sei ruhig, sei, alles wird okay sein, es ist nicht so weit von dir, ja? Sagt der Klierka folgendes, Derech Shenihu, Shema Amar Kea Mitzvah Zot Medaber Bitshuva, dass die Worte, dass die Torah ihr sagen, dass die Torah ihr uns sagt, Kea Mitzvah Zot Asher Anochi, also dass diese Mitzvah, dass ich dir befehle, ist nicht weit von dir und so weit, Medaber Bitshuva, es geht um die Tshuva. Ve'alea Amar Lo Nifleti Mimcha. Und darüber hat Gott uns gesagt, es ist nicht so weit von dir. Ki, wir sind hier beim zweiten Zeile, zweite Wort, ki. Ki ein lecha itnatzlut lomar, ki lo yadata shehakadosh baruch hu mekabel tshuvat achotim. Der Mensch wird kommen und sagen, aber ich wusste nicht, dass es gibt überhaupt die Möglichkeit zu machen. Ich habe bis jetzt so viele Sünde gemacht und wahrscheinlich Gott wird mich nicht wieder aufnehmen. Und es gibt überhaupt nicht sowas wie Tshuva und so weiter, sagte Tiakar. Da kannst du keine Entschuldigung sprechen und sagen, nein, ich wusste nicht, dass es gibt die Möglichkeit überhaupt für Tshuva. Tiatayadata in Yana Tshuva, du weißt doch, dass es gibt sowas wie Tshuva. Yoter mikola umot. Und das wusstest du mehr als alle Völker. Ki Israel wa Tshuva kadmula olam. Ja, hier sind wir. Ki Israel wa Tshuva kadmula olam. Sie können sich vielleicht erinnern, wir haben bei der ersten Parshurim auch ein bisschen erklärt, dass die Tshuva ist eine Idee, die noch vor dem Weltschöpfung gekommen ist und genauso auch das jüdische Volk, die Gedanken über das jüdische Volk oder die Idee des jüdischen Volkes war noch vor dem Weltschöpfung. Sagt der Kriyatar Israel, bei Tshuva Kadmul Olam, du kannst nicht sagen, dass du nicht wusstest, dass es gibt sowas wie Tshuva. Wir ihn kennen und sei es so, Shebara Hashem Tshuva Sham. Du warst doch da. Wir alle Juden sind da gewesen und wussten, dass es gibt sowas wie Tshuva. Und falls die Völker brauchen ein bisschen ein Schubs von Gott zu bekommen wegen die Tshuva, wer kann mich erinnern jetzt schnell, was geht mit Ninveh? Richtig. Also es geht mit Jonah. Jonah Navi, der Prophet Jonah, der bekommt von Gott den Befehl, du sollst an Ninveh gehen und da sollst du den Menschen helfen, zurück in die Tshuva zu kehren. Zurück zum Gott zu kehren. Also dann, die Völker, sagt hier Kliakar, die Völker kann sein, dass die brauchen ein bisschen Schubs von Gott, um die Tshuva zu folgen. Aber du, in Neata, in Chatzerich Jerusalem, du brauchst hier keinen Schubs von Gott. Warum? Ki soda Tshuva galu lecha me'azu mikedem. Weil die Geheimnisse von die Tshuva sind für dich schon bekannt gemacht. Von je und eh, vor dem Weltschöpfung. Velo nifleti mimcha, und das ist nichts Neues für dich. Ki lo b'shamayim milemor, und der zitiert hier die Perse. Lomar. שלא ביקש השם מידינו רמוס חצריו איש חוטא ורב מרי. מי עלי השמיים על לשאול את פי השם אם יקבל אותנו אליו בתשובה. כיסוד זה כבר גלוי לך. Du kannst nicht sagen, ja, wer wird jetzt an Gott kommen und fragen, ob überhaupt unsere Tshuva annehmen wird. Das ist überhaupt keine Frage. Das weißt du doch Bescheid. Also wie wir hier beim Theater sehen, wenn Ramban hat, wenn Ben Nachmanides hat ein bisschen so damit nicht so klar zu uns gesprochen und sagte, ja, es geht wirklich nur um die Tshuva, sagt Klerka, nein, es geht genauso auf alle Mitzvot, aber auch auf die Tshuva. Beim alle Mitzvot kann der Mensch vielleicht ein bisschen schwach sein und sich sagen, es ist schwierig, ich weiß nicht, warum ich diese Mitzwa erfüllen sollte. Ich weiß nicht, warum ich die andere Mitzwa erfüllen sollte. Und deswegen, ich trenne mich von dem Mitzwot. Ich möchte die Mitzwot nicht erfüllen.
weil was soll ich wie ein Esel, der trägt Bücher sein, ja, so, oder wie es gibt eine von den Kommentaren, der sagt ab und zu, wie ein Affen, der trägt Tfilin. Auch der Affen, wenn er übt, jeden Tag kann auch Tfilin anlegen. Aber wenn ich das mache, ich mache das mit Verständnis. Ich mache das mit meinem Verständnis und mit Absicht, dass ich jetzt die Mitzvot von Gott erfüllen möchte. Und genauso sagt auch Ramban, das geht genauso auch auf die Tshuva, im Sinne, dass die Tshuva ist eine Mitzwa, wo man sich vielleicht mal entschuldigt wird und sagt, wir sagen, ja, aber wir wussten nicht, dass es gibt so eine Möglichkeit und vielleicht sollte man bei Gott nochmal nachfragen, ob es ein Tshuva für diese Sünde gibt oder für die andere Sünde, sagt Kriyakar, nein, das ist hier eindeutig an dir gesprochen in die Tora. Tshuva gilt immer und du kannst immer die Tshuva machen, weil es ist einfach möglich, weil Gott erwartet, dass wir die Tshuva begegnen werden. Entschuldigung. Ja. So. Bei die Frage von Torah und Tshuva gibt es auch eine weitere Frage für mich. Es ist nicht nur die Frage von die Versen und wie wir auch schon gehört haben, es ist nah an dir, du kannst das einfach erfüllen, sondern für mich wird auch die Frage eigentlich gestellt, wie kann die Tora wirken bei meiner Tshuva? Gut, ich habe auf jeden Fall eine Sünde begegnet, ich habe was Falsches gemacht, ich kann das doch nicht jetzt ändern, also was ich gemacht habe, habe ich gemacht. Und obwohl wir davon schon gesprochen haben, dass man kann es ändern und wenn man macht das sogar auch mit Liebe zum Gott, also diese Änderung, dann wird das sogar auch genannt, als der Mensch hier was Gutes getan hat und so weiter und so fort. Aber immer noch für mich ist die Frage, was soll die Tshuva bei mir wirken oder wie wird die Tshuva mich an die Tshuva bringen. Normalerweise die Tora ist einfach ein Buch, ist einfach eine Lehre, ist etwas, der eigentlich für schlaue Menschen sind. Wenn es gibt jemanden, der nicht so ganz schlau ist, kann er auch die Tora lernen, wird die Tora ihm auch helfen oder wird die Tora ihm vielleicht nicht helfen. Und auch eine schlaue Person, es gibt ganz viele schlaue Personen, die Tora lernen, die sind Professoren und die sind alles möglich. Aber man sieht doch nicht, dass die sich irgendwie ändern, dass sie sich wirklich verbessern. Also was ist dieser Zusammenhang überhaupt zwischen die Tora lernen und das Tshuva folgen? Normalerweise hätte man gesagt, gut, möchtest du Tshuva machen? Okay, für die Tshuva musst du 1, 2, 3 machen, okay, erledigt. Kannst du weiter. Und wir sprechen immer davon, dass wir brauchen die Tora, wir brauchen Tora zu lernen und so weiter und so fort. Ich möchte gerne mit Ihnen hier was schauen bei dem Buch Echa. Bei dem Buch Echa Rabba, also das geht eine Midrash über Echa. Und der Midrash, der sehr bekannt ist, der Midrash sagt uns Folgendes. Rav Huna, Entschuldigung, ich mache Ihnen gleich einen Rahmen, damit nicht verloren werden wird, Entschuldigung. So, Rav Huna und Rav Irmia, Beshem Rav Chia Bar Abba, zwei Rabbiner, im Namen von einem Rabbiner, die sagten Folgendes, es steht beim Buch Irmia, Ve'oti Azavu, dass Gott beklagt sich, dass das jüdische Volk hat ihn verlassen. Und nicht nur, dass die haben ihn verlassen, die haben sogar auch die Tora nicht befolgen. Jetzt eine vernünftige Frage von jeder von uns. Was ist dieser Zusammenhang? Wenn wir Gott verlassen haben, sicher, wir haben auch die Tora nicht weiter gefolgt. Erwartet Gott, dass wir die Tora weiter folgen werden?
aber ihm verlassen werde? Also wie soll es eigentlich sein? Sagen die Rabbiner, sagt Rav Chiya bar Abba, Halevai oti azvu, betorati shemaru. In diesem Vers, das der Prophet Jeremiah zitiert, Worte von Gott, es gibt hier es gibt hier ein ganz wichtiger Moment zu verstehen. Sie haben mich verlassen und sie haben sogar auch mein Torah nicht behalten. Es ist eine Forderung von Gott an das jüdische Volk. Inwiefern? Gott sagt zu uns Folgendes: Ich hätte mich erwünscht, dass die mich verlassen werden. Das ist okay. Gott ist sehr liberal, ist sehr offen mit uns. Er sagt einfach: möchtet ihr an mich nicht glauben, dann lasst es weg. Ihr müsst nicht an mich glauben. Aber mindestens die Torah, dieses Geschenk, das ich euch gegeben habe, ihr sollt das weiter folgen und ihr sollt das weiter auch behalten und lernen und so weiter und so fort. Das heißt, Gott sieht eine gewisse Möglichkeit, oder ein gewisses Bedürfnis, dass auch wenn wir an ihn nicht mehr glauben oder ihn verlassen, wir sollen die Tora weiterlernen. Warum? Sagt Rav Chiya bar Abba, mitoch she'ayu mitaskim ba, wenn wir oder falls wir die Tora falls wir uns weiter mit dem Tora beschäftigt werden, hama'or she'ba, das Licht von die Tora, haya machziran lemutam. Er hätte einen großen Einfluss auf uns genommen und dadurch konnten wir unsere Wege verbessern. Wunderbar. Nur zu hören. Also was von einem liberalen Gedanken konnte man so sagen. Also pluralistische Gedanken. Gott sagt uns Bescheid. Ihr habt kein Cheshek, ihr habt keine Lust an mich zu glauben. Ich kann das ertragen. Ich kann zurück damit kommen. Aber bitte, mein Torah, hält das bitte weiter. Warum? Weil dann das Licht von der Torah wird euch mal dazu bringen, dass sie an mir zurückkommen. Ja, genau so. Das Licht von der Torah ist was ganz Besonderes. Es kann sein, dass der eine wird 20 Jahre in Torah lernen, 30 Jahre, 2 Jahre. Der lernt das wirklich, also wie man in Israel und überall eigentlich in der Welt, also Sie wissen zum Beispiel in Korea, in Südkorea gibt es eine große Menge von Menschen, die der babylonische Talmud lernen. Warum? Weil die meinen, dass damit werden die bessere Köpfe bekommen. Und sie werden schlau sein. Werden die an Gott dadurch glauben? Nein. Das ist nur ein technisches Lernen. Und Gott sagt zu uns, das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Sie können einfach lernen und es wird gut sein. Es wird gut sein im Sinn, ihr werdet mal Tshuva auch machen. Der Prophet Amos in der 8. Kapitel, Vers 11, sagt uns weiter: Hine yamim ba'im neum Hashem Elokim. Es werden Tage kommen, ve'ishlachti ra'av ba'aretz, und ich werde ein Hunger in dem Erde bringen. Lo ra'av la'lechem, ve'lo tzama la'mayim. Kein Hunger für Brot und kein Durst, um Wasser zu trinken. Ki'im Lishmoa edivrei Hashem. Der Hunger sein wird, dass man wünscht sich, die Worte von Gott zu hören zu können. Wieder ein klares Beispiel, und jetzt aus dem Propheten, aus Prophet Amos, der uns eindeutig sagt: Es werden Tage kommen, wo man sich verbessern möchte, wo man möchte wird,
etwas bei sich voranzubringen. Man wird keinen Hunger haben, um Brot oder Durst, um Wasser zu trinken haben, sondern man wird nur wissen, nur möchten, ich möchte die Worte von Gott hören. Rav Kook erklärt uns, welchen Einfluss können die Worte von Gott auf uns beziehen. Und nicht nur die Worte von Gott, sondern die Tora. Was ist das, dass wir die Tora weiter lernen sollen, ohne dass wir was vielleicht verstehen, ohne dass wir wirklich damit meinen, jetzt Gott zu dienen, sondern nur weil wir jetzt die Tora lernen möchten. Warum hat Gott das wirklich gesagt? Also, Alevai, Otia, Zvuve, Torati, Shamaru, die können mich verlassen, aber die Tora weiterhalten, das ist doch ganz wichtig. Das ist Rav Kook beim Orot HaTorah. Ja, also Sie wissen, dass viele Bücher von Rav Kook beginnen mit dem Wort Orot, also die Licht, das Licht, der kommt von Gott. Es gibt Orot HaTorah, Orot HaTshuva, das was wir lernen. Es gibt Orot HaKodesh, das Licht von dem Heiligtum und so weiter und so fort. Orot HaTorah, es ist ein kleines Buch, der übrigens sollte auch auf Deutsch sein. Irgendwelche alte Übersetzung, ich beherrsche das leider nicht, also ich besitze das leider nicht. Deswegen kann ich das Ihnen auch nicht hier bringen. Und Rav Kook sagt uns Folgendes. Ribuya Limud mekasher het hakdusha ha'elyona beruchu shel adam. Das vieles Lernen von der Tora verbindet die oberste Heiligtum mit dem Geist von der Mensch. Sozusagen, ich bin der Mensch, meine Seele, mein Geist, mein Ruach wünscht sich nach oben zu gehen, wünscht sich etwas von der Quelle zu bekommen. Oben gibt es die oberste Heiligtum, oberste Kedusha, und die wünscht sich in der Mensch reinzukommen, aber es gibt keine Verbindung. Ich brauche ein gutes Empfang. Und welchen Empfang kann ich dafür machen? Ich kann viel lernen. Umso mehr man lernt, so ist auch die Verbindung, wird die Verbindung auch stärker sein. Aber jetzt, bewunderlicherweise, sagt man zu Folgendes. Sogar auch wenn der Mensch hat nicht alles wirklich verstanden. Das heißt, es gibt einen Wert bei dem Lernen und Studieren von der Tora, auch wenn ich wirklich nicht alles verstehe. Weil manchmal poel alav letova eliona gam kshe'eno yoda et hapshat b'ma shel olam. Und manchmal es kann eine sehr gute Einfluss auf uns nehmen, auch wenn ich sogar auf dem Chat die einfache Bedeutung von dem Text nicht verstanden habe. Wieso? Sagt Rav Kook, weil uns samelit war Hashem lilmod arbe, weil der Mensch hat den Durst zum Gottes Wörter, um viel zu lernen. Um Ashbir et Simono betalmud merube, und man wird den Durst auch beruhigen, dadurch, dass man viel lernt. Und die Konsequenz wäre eine Shama mit Allah. Und die Seele wird sich nach oben bringen. Rav Kook befasst das in ein paar Wörter und sagt uns, ihr müsst eins wissen. Man soll nicht alles verstehen. Man soll schon alles verstehen, was man kann. Man soll sich große Mühe geben. Man soll Amal Batura haben. Man soll sich wirklich Mühe geben, um die Tora zu verstehen. Babylonische Talmud, philosophische Bücher, Rashi, alles möglich. Man soll wirklich Mühe geben, um alles zu verstehen. Und umso mehr man lernt, man wird auch mehr verstehen können. Aber Rav Kook sagt zu uns, auch wenn du kannst es nicht verstehen. Warum? Weil du noch nicht alles verstehen können, weil du einfach gute Fragen hast oder weil du dem falschen Buch für dich genommen hast oder was anderes. Immer noch. Wenn man das macht, wenn man lernt aufgrund dessen, dass man dem Durst erfüllen möchte, dem Durst vollmachen möchte, ich möchte einfach die Worte von Gott hören,
das wird schon unsere Seele sofort verbessern können. Wir reden doch über die Tshuva, wir reden doch über die Verbesserung von der Mensch. Der Mensch, der wünscht sich wirklich zu verbessern, sagt, mach du kein Problem, das kannst du schaffen. Wenn du nicht nur lernst, sondern du lernst, wie der Prophet Amos uns sagt, weil du durstig bist, um Gottes Worte zu hören zu können. Hier, es gibt hier einen ganz schönen Teil beim Rakuk hier unten, bei Orot HaTorah, 8. Kapitel, Paragraph 1, wo Rakuk spricht auch zum Nase, wenn ich war, und das hat mit unseren Worten jetzt zu tun, deswegen möchte ich das gerne auch mit dem das Vorlesen lernen. Nase, wenn ich war, ja, Sie kennen das bestimmt, Sie sind bestimmt alle bereits schon zum Shavuot und wissen, Nase, wir tun und hören. Und dann hören wir weiter, was da in die Tora steht. Das sagt das jüdische Volk zum Gott und sagt, möchtest du uns die Tora geben? Gerne, wir werden es tun. Wir werden es folgen. Was da steht, das werden wir noch lernen. Agdamat na'aseh le'nishma. Sagt Rav Kook, was ist dieses Spiel? Ah, was ist also, wie ich möchte tun und nachher werde ich hören. Es ist ein bisschen komisch. Es scheint mir nicht so ganz ernsthaft. Sagt Rav Kook, Akdamat na'aseh le'nishma mezayenet et hokarat ha'Torah mitzad sgulata ha'elokit. Es zeichnet die Ehre zu die Torah aufgrund dessen, dass die Torah ist von Gott gegeben, yoter al ma sh'ra'ui le'ofira, mehr als man soll die Torah ehren mitzad tzorech ha'toelet ha'masit sh'yesh b'limuda. Der Mensch konnte sagen, warum ist die Tora für mich wichtig? Weil es gibt da ganz viele moralische Hinweise, die sehr schlau sind. Okay, ist das schlecht? Es ist nicht schlecht. Aber das ist nicht alles. Ich bin vor kurzem bei einem Geschäft gewesen und da hat mich der Verkäufer wegen Koscher gefragt. Was ist Koscher und so weiter? Und dann hat er gesagt, aber sag mal, Herr Rabbiner, Koscher ist doch vor allem gesund. Koscher bedeutet vor allem, dass der Produkt ist viel gesünder als andere Produkte. Stimmt oder nicht? Was soll ich ihm sagen? Eigentlich nicht unbedingt. Das Koscher ist auch gesund, das freut mich. Aber Koscher ist vor allem was anderes. Wir freuen uns auf jeden Fall und wir möchten nicht ungesundes Essen bekommen. Aber das ist doch nicht der Sinn von Koscher. Sondern es gibt Nicht-Juden, die nicht Koscher essen und bleiben auch gesund. Aber für einen Jude gibt es was Besonderes. Er braucht eine andere Ebene von Essen zu haben. Und hier sagt Rav Kook, bei der Tora gibt es zwei Möglichkeiten, warum man die Tora folgt. Die eine ist am einfachsten. Es ist praktisch. Es ist praktisch, dass man soll nicht fremd gehen. Baruch Hashem. Weil wenn man fremd geht, die Familie wird kaputt sein. Es ist praktisch, dass man soll seine Eltern ehren. Warum? Weil wenn man seine Eltern nicht ehrt, es ist einfach unfair gegenüber die Eltern, die haben uns so vieles gegeben. Warum sollen wir keine Dankbarkeit an denen zeigen und so weiter? Also es ist einfach vernünftig. Aber es gibt noch eine andere Ebene. Und das ist die Anerkennung zu die Torah, dass wir folgen die Torah, weil Gott das gegeben hat. Sagt Rav Kook, wenn wir sagen einfach Nishma und Nase, dann bedeutet es, wir sollen erst hören, was ist praktisch und was ist nicht praktisch. Ich sortiere ein bisschen, ich mache das, was mir gefällt und das, was mir gefällt, nicht, mache ich nicht. Aber wenn ich sage vor allem Nase, ich sage sofort, ich erkenne die Torah oder ich anerkenne alles, was in die Torah gibt, als etwas, der für mich gut sein wird. Warum? Weil Gott das gemacht hat. Weil Gott das mir gegeben hat. Das heißt, ich bin bereit, in gewissem Maß auch ein bisschen blind mich zu machen, um zu sagen, weil es von Gott geschrieben ist, es ist gut. Nachher werde ich auch lernen und ich werde auch tief schauen und ich werde wirklich verstehen, dass es ist wirklich gut für mich. Also das ist unsere kleine oder große Verbindung jetzt zum Shavuot, wenn ich mache.
Aber ein ganz wichtiger Gedanke von Rav Kook, im Verständnis, was ist Na'aseh v'Nishma, und das können wir auch mit alles, was wir bis jetzt hier schon gelernt haben, auch ein bisschen verbinden und sagen, das ist doch das Wichtigste bei dem Tora-Lernen. Ich habe nicht verstanden, es macht mich aber gut. Warum? Weil ich durstig bin, um Gottes Wörter zu hören. Ich lerne die Tora einfach so, weil ich möchte einfach die Tora lernen, sagt Gott, das wird dich noch dazu bringen, dass du wirklich an mich noch zurückkommen wirst. Sagt Rav Kook, die zwei Ebenen sind immer am Spannen und wir sollen das eine nicht wegen die andere verlassen, sondern beides kombinieren. Nur das jüdische Volk, in dem Moment, wo er Na'aseh v'Nishma gesagt hat, der meinte sofort, wir sind durstig, um Gottes Wörter zu hören und deswegen wir folgen die Tora. Und jetzt lasst uns auch verstehen, warum. Jetzt müssen wir auch lernen, wir werden die Beschneidung durchführen, weil es ist gesundlich oder nicht. Wir werden Kinder gebührt, weil es ist wichtig, dass es Nachkommen in der Welt sein werden. Wir werden das weiteres und alle Mitzvot, wie sie schon bestimmt alle auswendig kennen. Eine ganz weitere wichtige Diskussion, mindestens für mich, ich hoffe, ich treffe Ihre Wille auch heute Abend, eine ganz weitere wichtige Diskussion, der entsteht aus diesem Text, ist, wer überhaupt derjenige sein sollte, der die Tora lernen kann. Wir können uns erinnern, wie der Midrash sagt, auch wenn wir Gott nicht, auch wenn wir nicht an Gott glauben, alle Vajotias, wo, wie die Midrash sagt, Hauptsache, sie lernen weiter die Tora. Rambam, Maimonides, sagt uns Folgendes. Entschuldigung, ja. Rambam, bei die Halachot von Talmud Tora, dritte Kapitel, sagt uns Rambam Folgendes. Ketuv Torah, es steht in die Tora. Lo bashamayimi, velo meever layami. Es ist nicht im Himmel und es ist nicht über dem Meer. Sagt Rambam, ihr dachtet, was bedeutet es, Lo bashamayim velo meever layam, dass es heißt, man soll sich nicht große Mühe geben. Sagt Rambam, nein, nein, nein. Lo bashamayim hi, lo begasei haruach hi metzuya. Die Tora wurde nicht gegeben an Menschen, die sehr stolz an sich sind. ולא במהלכי מעבר לימים. לפיכך אמרו חכמים, לא קל המרבה בסחורה מחתים, נרזק בין ein Geschäftsmann ist, der immer am Reisen ist, der wird auch nicht die Tora lernen können. Deswegen sagt Rambam, ציבו חכמים, die Weisen haben uns empfohlen, mach Geschäft. Rambam ist eine, die große Kämpfer davor, dass der Mensch wirklich nicht ernähren, also dass der Mensch wird nicht seine Unterhaltung bekommen aus Tora lernen. Ja, Rambam sagt, jeder Mensch soll eine Melacha lernen, ein kleines Beruf lernen. Aber dann sagt Rambam, wenn man mal besser macht so viel, wie du wirklich brauchst, was sagt man Tora? Die weitere Zeit beschäftigt sich nur mit dem Tora. Was sagt uns der Rambam eigentlich? Wir haben gesagt am Anfang, Kia Mitzvah Azot, Asher Anuchim Mitzvah Yom, die Mitzvot Asishtir Befele, Lo Bashamayimi, Velo Meever Layami, die ist nicht weit von dir. Als Rambam, nicht, dass die ist nicht weit, sondern es gibt nur ganz bestimmte Menschen, die die Tora erreichen können. Lernen kann jeder, aber erreichen, einen Eden in die Tora erreichen können. Wer sind diese Menschen? Sagt Rambam, zwei Menschen sind ausgeschlossen. Derjenige, der stolz auf sich ist, kann es nicht schaffen. Gesuach, der hat einfach mit der Tora nichts zu tun. Die Tora ist eine Tora, die hilft der Mensch, seine Eigenschaften zu verbessern und so weiter. Also, wenn jemand hat so schlimme Eigenschaften, sagt Rambam, er wird das nicht schaffen. Und genauso sagt Rambam, wenn jemand ist so voll beschäftigt mit seinem Geschäft, der wird auch die Tora nicht lernen können. Er wird das auch nicht schaffen können. Ich
weiß nicht, wie ist die Zeit, also kann jemand mich signalisieren, sollen wir weiter oder soll ich einen Abschluss jetzt machen? Jemand vom Publikum? Nein, bitte weiter. Okay. Vielen Dank, dann mache ich noch ein bisschen weiter. Danke Ihnen. Also, Leib Rambam, folgendes. Bei die Halachot von Talmud Torah, 4. Kapitel. Danke Ihnen. Leib Rambam uns folgendes. En melamdin Torah el Talmid Hagun Naebe Masav Oletam. Wenn ein Rabbiner kommt und möchte Schüler haben, die er denen die Tora lehrt, er soll nach guten Schülern suchen. Beim Lilmod bin ich beruhigt, alle Schüler sind gut. Naebe Maasav, soll jemand, der gute Taten tut, oder jemand, der ist einfach ein Tamim, nicht naiv, nicht Tam im Sinne von naiv, sondern Tam im Sinne naiv, der folgt einfach Gottes Wege. Aber im Jahr lech bederech lotova, aber wenn man hat eine Schüler, der nicht an der richtigen Weg, die richtige Weg folgt, macht sirin otolomutav, man soll versuchen, ihm zu helfen, an dem guten Weg zurückzukommen. Wenn man igim oto bederech yeshara ubotkin oto, und man soll ihm lernen, wie man dem richtigen Weg folgt. Und man soll rufen, ob er das folgt. Und nur beacharkach, nur nachdem, machnissin oto lebet amidrash und lamdin oto. Nur nachdem, dass der Mensch sich verbessert hat, er kann die Tora lernen. Was sagt hier Rambam eigentlich? Rambam sagt zu uns, nicht jeder Schüler ist sofort bereit, um Tora zu lernen. Man kann nicht sofort beginnen beim babylonischen Talmud, Kabbalah und weiß ich nicht was noch. Sondern der Mensch soll erst sich verbessern. Wenn ich kein guter Mensch bin, dann kann ich auch nicht die Tora richtig lernen. Dann als Rabbiner, als Lehrer, man muss rufen, habe ich gute Schüler, vernünftige Schüler oder nicht? Falls ja, mache ich weiter. Falls nicht, muss sofort aufgehört werden, muss sofort Aufmerksamkeit gegeben, dass die Schüler sich verbessern werden und erst dann kann man wieder in den Bet Midrash kommen. Ich möchte das nicht laut reden, aber Rambam sagt hier auch über den Rabbiner. Auch wenn der Rabbiner jetzt nicht in dem richtigen, folgt nicht der richtige Weg, auch wenn er ist eine sehr schlaue Person und alle brauchen ihn, seinen Rat, man darf von ihm nicht lernen, bis er Tshuva machen wird. Schrecklich. Man soll sich Mühe geben, um besser zu sein. Also Rambam sagt uns, beim Orot HaTshuva, hier an dem 4. Kapitel, dritte Paragraph, erklärt für uns ein bisschen das, was Rambam, das, was wir bei Maimonides gelernt haben, dass der Mensch soll sich verbessern. Sagt Rav Kook folgendes: Kol davar shel Torah, צריך דרך ארץ שיוקדם לו. Jedes Schritt beim Tora lernen braucht דרך ארץ als Einleitung in dem Tora lernen. Sie kennen bestimmt die Mishnah beim Avot, beim dem Spruch des Vetter, die sagt uns,
Derech Eretz Kadmala Torah. Bevor dass man von sich ein großer Rabbiner macht, man soll auch ein Mensch wissen sein. Sagt das Buch folgendes. Im Uinyan she'asechel v'ayosher ativi maskim lo, falls es ist eine Sache, dass der Verstand und dass die Ethik, dass die Geradigkeit von der Mensch ist damit einverstanden, צריך לעבור בדרך ישר, man soll das folgen mit dem gerade Weg, בנטיית הלב, man soll sein Herz darauf richten, והסכמת הרצון הטהור המוטבע באדם, und Einverständnis von dem reinen Wille, der bei der Mensch gegeben ist, das zu verbessern. Und er gibt Beispiele, dass die Gemara uns sagt, dass diese Beispiele wir lernen von bestimmten Tieren. Kegesel, ja, das Wegnehmen ohne zu fragen, das lernen wir von die Nemala, von die Ameise. Arayot, also die Verhältnis innerhalb oder die Beziehung zwischen Mann und Frau, das was erlaubt ist und das was nicht erlaubt ist, das lernen wir, sagt Sigmar, aus dem Taub, aus Diona, die hat irgendwas, die folgt dieser Regel. Und Sniut, das Bescheidenheit im Sinne von Kleidung, im Sinne von Toiletten und so weiter, das lernen wir aus der Katze. Angeblich, die Tiere sind unsere Vorbilder. Der Mensch lernt aus von dem Ameise, von dem Tau und von der Katze. Sagt drauf, guck, es gibt Sachen, die sehr einfach sind. Und wenn der Mensch da Probleme hat, er soll einfach seine Augen aufmachen, in der Welt hineinschauen und er wird lernen, dass es eine naturelle Benennung von der Mensch, der Mensch folgen sollte. וקל וחומר הוא נוח בסדר ונמן לסלרנט מההכרה הפנימית של האדם עצמו וחושו הרוחני איינפח דס וסביר דמאס גזקט הבן מוסר כליות די אייגנה פרשטנס דס מנזול זיש ויקליש פרבסר אין גם פרנופטי גזכון דס איס די ארס השוט זן זקט פפקוק ואימו עניין שהוא נעלה מן השכל והנטייה הלידית ונפלסס איס eine Sache, die etwas größer und etwas wichtiger ist als nur das, was wir wirklich in unserem Verständnis haben, wie zum Beispiel bestimmte Dinge, die der Mensch hat, dass die Menschen erwarten zum Beispiel, also das kann ich mich immer als Kind erinnern, dass wenn man auf den Bus eingestiegen hat und man hat einen freien Platz bekommen. Falls ein älterer Mann und ältere Dame reingekommen sind, hat man sofort gesagt, alle Kinder müssen jetzt aufstehen, es sollen Plätze freigemacht werden. Das steht nicht in die Tora, es steht schon in die Tora, wer da das erkennt, dass man soll die älteren Menschen ehren. Das stimmt. Aber das ist etwas, das wenn ich selbst nicht weiß, dann ich lerne das von anderen Menschen, die sich gut benehmen. Es gibt auch bestimmte Sachen, die gehören zum Derech Eretz, die man braucht, das zu folgen. צריך גם הוא לעבור דרך הצינור של דרך ארץ, ביחס הקישור שיש לכל פרט עם הכללות כולה, das was man lernt von vielen Menschen, בתור מצווה גוררת מצווה. Als eine Mitzvah sozusagen, als eine gute Tat, der folgt dem anderen Tat und so weiter und so fort. Begam, sagt Rav Kook, Hayosher Amuchashi, Liot Kashur Batura. Und noch sagt Rav Kook, die Moral, dass wir aus der Tora lernen. Also Rav Kook macht uns hier wieder drei Ebenen, dass man sich beim Derech Eretz verbessern sollte. Das eine ist einfach das, was vernünftig ist. Das zweite ist das, was etwas mehr als vernünftig, Entschuldigung, über dem vernünftig, aber man soll das auch lernen, dass das soll bei uns vernünftig sein, also das sind Sachen, die vielleicht ein bisschen fremd am Anfang für uns sind, aber wenn man das lernt, man versteht, wie wichtig und wie schlau sind die Sachen. Und die dritte sind die einfachen moralischen Sachen, die in die Tora stehen. Übrigens, davor gibt es die erste Buch Moses, der war Naftali Zvi Yehuda Berlin, Hanaziv Nivalojin sagt in seiner Erklärung zu der Tora,
Amen, da war, dass der erste Buch Moses heißt Sefer HaYeshar. Es gibt da kein Mitzvot, aber es ist das Buch für die gerade, für die Menschen, die gerade in der Menschen, die den richtigen Weg im Leben folgen möchten. Warum? Weil Abraham, Yitzchak, Jakob und all die Propheten und genauso Sarah, Rachel und Leah, die waren gerechte Menschen. Wir konnten heute Abend, wir konnten auch weiter hier lernen, aber ich weiß nicht, ich schließe die Zeit bei Ihnen, deswegen muss ich jetzt auch nicht weiter belasten. Ich denke, wir haben auch nicht wenig schon gelernt heute. Wir haben damit begonnen, dass die Mitzvot sind unterschiedlich bei der Mensch zu sehen. Wir haben gesehen, dass Gott beruhigt uns ein bisschen und sagt, die Mitzvot sind nicht so schwierig, man kann es folgen, man kann es auf jeden Fall erfüllen. Mal die Tshuva, mal alle Mitzvot. Und wir haben bei dem Kriyakar gesehen, dass er uns sagt, es gibt keine Entschuldigung zu alle Mitzvot. Man kann einfach lernen und dann, man kann es verstehen und das folgen. Und die Tshuva, man soll einfach wissen, dass die Tshuva ist, was möglich. Gott hat uns das weitergegeben. Dann haben wir hier gesehen, dass Gott erwartet von uns, dass wir die Tora immer folgen werden. Und Gott erwartet von uns, dass wir so weit die Tora folgen werden, dass auch wenn wir an ihn nicht glauben, wir werden dazu mal kommen. Und der Prophet Amos hat uns gesagt, man soll durstig sein, um Gottes Worte zu folgen. Rav Kook hat uns auch da erklärt, dass auch wenn man ganz viele Dinge nicht versteht, aufgrund dessen, dass wenn man lernt, man zeigt dem Durst, das man hat, um wirklich alles zu verstehen, alles zu lernen, man hat dem Durst, Gottes Worte zu folgen, das reicht uns schon, um eine ganz wichtige Ebene in unserem Leben zu erreichen. Wir haben eine ganz schöne Sache auch beim Rav Kook gesehen, wegen Naaseh dem Shema, dass der Naaseh gehört zu der allgemeinen Wille, die Tora zu folgen, Nishma nur zu der praktischen Sache, dass man für sich sucht. Und deswegen, das jüdische Volk war bereit, mit Naaseh schon sofort zu sein und hat sein Anstrengung gegeben, die Tora zu folgen, aufgrund dessen, dass die Tora halten wollten, ganz und groß und nicht nur das, was sie davon wollten. Dann haben wir beim Rambam gesehen, beim Maimonides gesehen, dass es gibt Menschen, die leider die Tora nicht halten können, aufgrund dessen und nicht lernen können, aufgrund dessen, dass die ihre Eigenschaften haben sich von der Tora weggenommen. Und beim Rav Kook haben wir gesehen, dass das sind drei Ebenen von der Eretz, dass man lernen sollte und dass man folgen sollte, um sich zu verbessern. Meine liebe Zuhörer, möchte ich Ihnen einfach wünschen, Shavuot Sameach, eine Chag Sameach. Es ist ein wunderbares Fest, wo man soll einfach sein Herz aufmachen, um die Tora zu empfangen. Soll Gott uns helfen, dass wir, Be'ezrat Hashem, die Tora gut lernen werden an Shavuot. Wir kennen bestimmte Tradition, am Nacht von Shavuot wach zu bleiben, die Tora zu lernen und nicht vergessen, eine gute Käsekuchen, wo ist das hier? Wunderbar. Also die gute Käsekuchen von Anna zu folgen. Anna, ich hoffe, Sie schicken das uns mal auch wirklich zum Essen und nicht nur als Bild. Und sonst wünsche ich Ihnen allerlei ein wunderbares Shavuot-Fest und bis bald wieder. Alles Gute, Shavuot. Shavuot. Übrigens, falls es Fragen gibt, dann gerne. Habe ich vergessen. Chag Sameach. Alles Gute, Shavuot. Und vergessen Sie nicht den Käsekuchen. Vielen herzlichen Dank, Ravina Appel, und an alle Teilnehmer, die heute dabei waren. Das war sehr, sehr inspirierend. Gerade eine perfekte Einstimmung zu Shavuot. Das heißt ja auch, dass damals am Berg Sinai das jüdische Volk gesehen hat, was man sonst hört und gehört hat, was man sonst sieht. Da waren alle Sinne bei dem Erhalt der Tora mit involviert. Und wie Sie schon gesagt haben, der Käsekuchen, der stärkt uns dann in der Nacht des Lernens.
Und die spirituellen Weisheiten von heute Abend nehmen wir mit in die Woche, in den Feiertag. Vielen herzlichen Dank. Chag Sameach an alle und bis nächste Woche. Chag Sameach, alles Gute. Und Anna, vielen Dank für alle Hilfe und für das tolle Musik, das du uns organisiert hast. Vielen Dank. Danke an Sie. Bis bald. Alles Gute. Danke, danke. Tschüss. Chag Sameach. Schreibe. Ja, wo? Also wohl schreibe. Bekommen wir noch das Rezept? Dann ist er zu, ich schaue aus. Ja? Ist er verkackt, das nicht ist da? Ist abgeschlagen. Sie möchten das Käsekuchenrezept bekommen? Ja. Ja. Schreiben Sie mir doch kurz eine E-Mail, dann schicke ich Ihnen eine interessante Rezepte. Hier ist die E-Mail-Adresse. Eine E-Mail-Adresse. Aber ich denke, Sie haben sie sowieso. Hm? Bitte? E-Mail-Adresse schicke. Ja, na, ich schreibe hier. Ich schreibe an Anna, ja? Mhm. Нет, бабочку уже не нужно. Нет, спасибо, уже не нужно. Да. Спасибо. Gute Nacht.